Vor 77 Jahren, am 1. März 1943, löste die Stadt Magdeburg das sogenannte Zigeunerlager am Holzweg Silberberg auf. Die 470 Inhaftierten wurden nach Auschwitz deportiert, wo 340 ermordet wurden. In einem Grußwort erinnerte der kulturbeigeordnete Professor Dr. Puhle an die Verfolgungsgeschichte der Sinti und Roma im Nationalsozialismus und an die Geschichte des Zigeunerlagers. Dabei verwies er auch auf aktuelle Herausforderungen mit Blick auf Rassismus und Rechtsextremismus und verknüpfte so das Gedenken an die Geschichte mit Fragen an unsere Gegenwart. Es geht um die Erinnerung an die Opfer und um die Zukunft, so Pascal Begrich, Geschäftsführer von Miteinander e.V. und verwies auf die anhaltende Diskriminierung der Sinti und Roma in Europa. Begrich forderte zu Solidarität mit den Betroffenen auf, gerade auch vor dem Hintergrund, dass drei der neun Opfer des rassistischen Terroranschlags in Hanau Angehörige der Roma waren. Im Anschluss legten die Teilnehmer der Gedenkveranstaltung Blumen an der Namensstele nieder. Die Kundgebung wurde durch Martin Müller mit dem Akkordeon musikalisch begleitet.